Aber trotzdem finde ich das jetzt komisch, dass mir nicht wirklich angezeigt wird, wo ich lang muss. Alter, als ob das Telefon klingelt. Ich weiß gar nicht, wie mich das jetzt erschreckt hat, ne? Gut, ich dachte nicht, dass hier einer. No oh, ich dachte nicht, dass hier einer. Sie schon wieder! Jetzt müssen wir gegen die kämpfen. Die hat irgendwie so ein komisches Grinseface. Ich dachte jetzt zwar nicht, dass mich hier wirklich einer anruft, aber es war schon ein bisschen. Alter, ihr Gesicht. Es war schon ein bisschen gruselig, dass das Telefon auf einmal so laut auch geklingelt hat. War halt schon ein bisschen merkwürdig. Und sie ist so dicht an mir dran. Kannst du dich. Alter, geh weg, ey. Bitte, ne? Als ob sie mich so verfolgt, ne? Alter, was war das? Wie soll man die besiegen? Die ist halt so dicht dran. Geh weg, Mann. Komm, Alter, wir müssen der wahrscheinlich richtig viel Damage jetzt reindrücken, damit die down geht. Hallo. Oder ist die schon down? Ich kann sie nicht angreifen. Was ist los mit dir? Als ob das schon war. Ich kann sie nicht berühren gerade. Vielleicht gleich, wenn sie. Hallo? Hallo? Ne? Gut. Das ist nur ein Filmtyp. Scheiß auf den Filmtyp. Weiter geht's. Extra nur dahin gelaufen wegen dem Müll, ey. Gut, also ich würde sagen, wir müssen jetzt hier lang. Als ob das nicht so gewollt ist. Wir können halt noch da lang. Weil wir sind ja einmal einfach nur auch nach Hause gegangen. Ist das ein Filmtyp? Ich glaube ja, das heißt, wir kümmern uns nicht um den Filmtyp. Wo sind die denn? Der kriecht da rum und du? Was ist denn mit ihr los? Wo ist der andere hin? Oh, der portet sich. Greift die. Wo ist der andere schon wieder hin? Okay, das ist sie. Ich glaube, sie macht uns nicht so eine Probleme. Sie greift irgendwie auch nicht an. Aber er ja. Er macht richtig Probleme, Mann. Er will's wissen. Er ist schon weg. Berühren wir ihn. Also wir waren ja schon mal, ne? Da sind wir aber nach Hause gegangen. Hä? Hallo? Wie das aussah und das Geräusch. Pfump. Also, was ich sagen wollte, ne? Jetzt muss ich hier wieder erstmal. Wir sind ja einmal nach Hause gegangen. Deswegen frage ich mich, wo wir jetzt hier hin müssen. Wir gehen ja jetzt nicht einmal über den ganzen Berg wieder zurück nach Hause. Ich dachte, wir müssen. Sie ist nicht down, sie fällt nur wieder runter. Oh, wo ist sie hin? Hä? Ist jetzt los? Ich hab keine Ahnung. Wir mussten doch irgendwo zu einem Haus. Guck mal, ich kann jetzt auch hier hin, zum unergründlichen Wald. Ich kann aber auch weiter hier lang. Wahrscheinlich bin ich total falsch und ist ja alles verschwendete Zeit, ey.
Bitte lass die Tür zu sein, wenn ich hier nicht lang muss. Sie ist natürlich offen. Heißt das jetzt, ich muss hier lang oder? Sie ist einfach nicht zu. Ich bin schon am Nachdenken, ob ich wirklich einmal nur gucke, wo ich hin muss. Den Weg kann ich ja selber suchen dann. Aber nur damit ich endlich mal weiß, wo ich hier hin muss. Oh, Weihwasser. Diesmal nicht. Ich habe endlich mal es hinbekommen wieder. So, schauen wir mal. Da ist noch Kräutermedizin, oder? Was hat da so geblinkt? Ne, ich glaube, das war nichts. Doch, hä? Hä, wollt ihr mich jetzt verarschen? Spiegelstein wollte ich gerade fragen, aber das ist einfach nur so ein Stein. Okay. So, wo kommen wir jetzt hier hin? Hier war ich aber noch nie. Wollte ich nur mal so sagen, ne? Hier war ich noch nie. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir durch die Tür gegangen sind und automatisch dann, ja, zum Ende, sag ich mal, ne? Zu den heißen Quellen. Da war ich doch eben, oder nicht? War ich da nicht eben? Zum unergründlichen Wald West. Licht, West, Westen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also, ich habe jetzt hier einmal gestoppt. Ihr werdet das wahrscheinlich noch gesehen haben. Also ich stand da, habe halt nicht Stopp gedrückt und wollte jetzt gucken, wo wir hin müssen. Ich weiß es jetzt ungefähr. Eigentlich weiß ich es immer noch nicht so genau. Aber ich denke doch, dass ich das jetzt finden werde. Und sonst mache ich mir das nebenbei noch an. Wir hätten wirklich dahin gemusst, durchs Haus, zu den hängenden Leichen. Hier ist ja jetzt erstmal. Irgendwoher ist der Typ gekommen und da habe ich ganz schnell Pause gedrückt, wo ich das gesehen habe. Keine Ahnung, wo der Typ herkommt. Und warum. Aber gut, kann ich jetzt nichts gegen machen, müssen wir ihn kurz besiegen, ne? Und ja, es ist wirklich ein bisschen ärgerlich jetzt, dass wir halt wirklich da durchs Haus hätten gemusst haben tun müssen. Die Frage ist, wo muss ich jetzt genau nochmal lang? Wartet, nein, ich wollte eigentlich hier gucken. Was da stand, meine ich jetzt, ne? Zu den heißen Quellen. Ich weiß jetzt nicht, wo wir da rauskommen. Ich muss auch sagen, ich habe nicht mehr so lange Zeit. Gut, ich habe noch, ja, 50 Minuten habe ich noch, auf jeden Fall. Wo bin ich denn hier jetzt gelandet? Hä, wo ist das? Ichiro Landgut. Nee, 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 da will ich nicht hin. Da sind wir ja jetzt wieder am Anfang, so gesehen. Also komplett am Anfang. Ich habe nicht mehr so lange Zeit. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Tatsächlich habe ich jetzt auch keine Ahnung, was hier noch kommt, aber. Denn heute ist. Heute, was ist jetzt heute? Der 14. ist Dienstag, ne? Der 14. ist Dienstag. Und es ist gerade 2 Uhr. Und um 3 Uhr. Ist Sony Pressekonferenz oder wie das heißt. E3, ne? Wenn das Video kommt, ist, keine Ahnung, schon eine Woche her, denke ich mal.
Unergründlicher Wald, so. Puh, keine Ahnung. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wo ich genau lang muss. Wobei. Hier habe ich jetzt wieder den, ja. Toll, echt. Lustig. Finde ich irgendwie nicht so fair. Ich sehe den zwar jetzt nicht ganz, aber gut. Ist ja anscheinend egal. Wir laufen jetzt wahrscheinlich noch mal zum Schrein, oder? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo bin ich denn jetzt? Ah doch, ich bin hier. Von der anderen Seite laufen wir jetzt dahin. Ja, zu E3 kann ich jetzt nicht so viel sagen, ne? Ich mach da drüber noch, denke ich mal, spreche ich noch mal drüber. Aber wie gesagt, das Video, wo ich drüber spreche, ist dann wahrscheinlich auch schon gekommen. Aber ich bin schon ein bisschen gehypt auf Sony. Es muss gut werden, ne? Wenn das jetzt nicht richtig gut von denen wird, dann. Ah. Was soll ich denn tun? Dann muss ich mir ja tatsächlich die Xbox kaufen, die kommt. Oh shit. Ja, ich denke, Sony wird das schon einen Hammer raushauen. Wie gesagt, müssen sie ja, ne? Kann sie sich. Bitte, so, wir gehen einfach mal da lang. Oh, ich weiß noch dieses Haus, ne? Da bin ich rumgelaufen. Naja. Ziemlich lange. Und wusste genau wie jetzt nicht, was ich genau machen sollte. Hier kann ich doch. Da muss ich lang. Ja. Ich hätte mich halt doch nicht so auf den Pfeil verlassen sollen, ne? Ach ja, die. Ja, das wusste ich eigentlich schon, dass die kommen. Habe ich aber doch irgendwie doch vergessen. Komm damit zu. Man wählt nur ihn, von mir aus. Die dritte. Sondern jetzt nur wieder zwei. Oh, wie sie auf einmal hier oben ist. Ja, alles klar. Das ist ein kleines Kind, Mann. Oh, voll daneben. Ich will auch einmal hier runter. Hier habe ich mehr Platz. Ja. Oh, das war tatsächlich knapp. So, 800, ey. Oh, es leckt gerade ein bisschen. War's das? Für alle drei? Tatsächlich. Können leider nur einen berühren. Oder? Na, den zweiten auch noch. Und hier wahrscheinlich auch noch. Nee, dafür hat's nicht gereicht. Ich habe hier Steuerung. Wow. Das steht überall neu, weil ich die mir nie angeguckt habe. Toll, echt. So, was liegt da? Oh, Kräutermedizin. Ich habe schon wieder losgelassen. Ich könnte kotzen. Können schon wieder mal eine benutzen? Nein, wieso bin ich bei den Notizen? Oh Gott. Ich habe nochmal geguckt. Wir müssen tatsächlich da rein. Okay.
Okay, das ist jetzt einfach nur hier hoch. Was ist das? Kräutermedizin, das will ich haben. Ich habe schon wieder losgelassen, ne? Man findet tatsächlich sehr viel. Und würde ich hier noch mehr rumlaufen, würde ich halt auch. Ich habe es nur einmal bekommen, als ob. Ich würde halt noch viel mehr finden. Und hier weiß ich, kommen auch noch mal welche. Ein paar Gegner. Zack, gleich kassiert 2020 Grundschaden. Gesamtschaden meine ich. Grundschaden. Die sind schon alle gleich down oder was? Als ob! Leichter ging's ja gar nicht. Braut, die zum Tor lockt. Alter, das kann ja nicht sein, ne? Wir haben die gleich down gemacht. So, also theoretisch. Das war knapp, ne? Ich müsste eigentlich das Video kurz weiterlaufen lassen. Wobei, ja, was sollen wir denn da schon wieder drin? Ach, mit dem Boot darüber fahren wir da? Das wäre schlau, ja. Wenn eine Stütze zerfällt, wenn eine Priesterin fällt, müssen wir anderen über das Wasser diese Gefühle in uns aufnehmen. Die überwältigende Anzahl der Todesvisionen bringt den Schmerz in mir zum Überlaufen. Die letzten Gedanken der Toten wirbeln wie ein Mahlstrom. Ich ertrage es nicht mehr. Die Grenzen meines Herzens wurden erreicht. Stimmt, wir müssen mit dem Boot rüber. Wir müssen nämlich zum. Ach, wie hieß das nochmal? Zum See? Ne, zum schwarzen Seewasser? Irgendwas habe ich da gelesen vorhin. Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Project Zero Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.